Hard Selling ist out. Die Zeiten, in denen ihr als Verkäufer, Verkäuferin eure Kunden zum Abschluss bringen wollt, kostet was es wolle, sind vorbei. Immer mehr Kunden reagieren allergisch auf allzu dringende Verkäufer, Verkäuferin. Das heißt, für deine Verkaufsgespräche ist ein klügeres Vorgehen und eine partnerschaftliche Beziehung zum Kunden gefragt. Gerade jetzt in der Krise. Das heißt aber nicht, dass du jetzt ganz soft darauf wartest, dass der Kunde ganz von allein zum Abschluss kommt. Denn einer der häufigsten Gründe, warum ein Geschäft nicht zustande kommt, ist dieser. Ihr Verkäufer, Verkäuferin fragt einfach nicht nach dem Abschluss. Hier meine 7 Stufen plus Musterformulierung, mit denen du deine Verkaufschancen nutzt, ohne den Kunden durch Strängelei zu nerven. Und eins kurz vorweg. Ich habe selbst es erlebt und selbst auch anders da gemacht. Ich habe den Kunden genervt. Ich habe ihn wieder und immer wieder genervt. Weißt du was? Ich habe keinen Abschluss gemacht, indem ich den Kunden immer wieder genervt habe und gedrängelt habe, dass man heute einen Abschluss macht. Aber ich habe daraus gelernt. Deshalb habe ich diese 7 Stufen mir runtergeschrieben und das jetzt als Video für dich nachhaltig, dass du lernen kannst und umsetzen kannst, dass du daraus nicht auch diese Fehler machst. Denn mir ist es wert, dass du als Verkäufer, Verkäuferin, egal in welcher Branche, auch eine partnerschaftliche Beziehung mit deinem Kunden eingehst. Du musst ihn nicht heiraten, aber du musst ihn als Freund sehen und nicht als Kunde oder König. Aber dazu komme zu diesen Stufen. Ich wollte es nur gesagt haben, diese Stufen sind meine Stufen, meine Strategie im Offline und auch Online. Genau, ich denke, wir gehen dann zum nächsten Punkt über und ist quasi dann die Stufe 1. Aber machen wir erstmal kurz einen Break, dass du das erstmal sacken lassen kannst, ein bisschen Pause machen kannst, einen Kaffee holen kannst und danach sehen wir uns im nächsten Video. Stufe 1. Vorsichtig den Abschluss vorwegnehmen. Jetzt denkst du, sicher, ich habe noch gar nicht angefangen. Wie soll ich jetzt den Abschluss vorwegnehmen? Warte, alles easy. Ich erkläre dir mal diese Stufe. Weil ich habe da was. Ich habe da ein Beispiel, wie du es nicht machen solltest. Wie du es nicht machen solltest mit dieser einen Stufe. Erläuterung ist so. Eine bewahrte Methode, um am Ende eines Verkaufsgespräches zum Abschluss zu kommen, lautet in etwa so. Welcher Liefertermin ist Ihnen lieber? Montag oder sollen wir gleich morgen kommen? Diese Technik könnt ihr als Verkäufer, Verkäuferin nehmen. Diese und so eine positive Antwort vom Kunden vorwegnehmen, sodass ihr quasi das Geschäft schon perfekt macht. Diese Technik eignet sich nur beim Kunden, wenn er schon bereits Kaufsignale gesendet hat. Aber Vorsicht, sei behutsam und frage immer deinen Kunden. Nicht jeder sendet gleich Kaufsignale. Ihr könnt diese Technik aber trotzdem anwenden, indem ihr mit Fragen ihn
gegenargumentiert, so tut ihr dieses Gespräch abschwächen. Zum Beispiel, und da ist quasi was dran und hört gut zu, wenn sie jetzt für den Kauf sich entscheiden, wann sollen wir liefern? Das klingt schon ein bisschen besser. Und das, wenn sie sich jetzt für den Kauf entscheiden, wann sollen wir liefern? Genau so müsst ihr das formulieren. Nicht so, wie ich euch das gesagt habe zuerst. Wenn der Kunde jetzt freiwillig beginnt und über Details zu sprechen und seine Wünsche so zu formulieren, könnt ihr das Geschäft festmachen. Steigt er doch nicht ein und hat Bedenken, diese könnt ihr ausräumen, indem ihr, bevor ihr zum Abschluss kommt, ihn nochmal fragt. Wo habt ihr Bedenken? Wo sollen wir nochmal ran? Welche Bedenken haben Sie? Und so weiter und so fort. Aber ich sage euch, wenn ihr die zweite Frage so formuliert, da bekommt der Kunde kein Denken. Ihr könnt natürlich die erste Variante auch nehmen, aber die zweite Variante klingt viel freundlicher und viel netter. Probiert's aus. Wir kommen jetzt zum zweiten Tipp, besser gesagt zur zweiten Stufe, und holt euch mal einen Kaffee. So, die zweite Stufe. Macht Testabschlüsse. Ja, richtig. Macht Testabschlüsse. Einerseits wollt ihr kein Geschäft verpassen. Andererseits wollt ihr auch den Kunden nicht drängen. Das heißt, ihr solltet immer wieder während des Gespräches überprüfen, ob der Kunde jetzt reif für den Abschluss ist. Das könnt ihr ganz einfach durch sogenannte Testabschlüsse machen. Und das mit Fragen und die richtigen Fragen natürlich. Eines Abschlusses zu kommen. Hier einige Musterformulierungen, wie ihr Testabschlüsse bekommt. Zum Beispiel auch richtige Abschlüsse. Was meinen Sie nun zu unserem Produkt, unserer Dienstleistung, unserem Service? Wie lange denken Sie schon darüber nach, unsere Produkte zu kaufen oder unseren Service zu nutzen? Wenn Sie sich für uns entscheiden, würden Sie lieber jetzt diese oder jene Version von unserem Produkt oder Dienstleistung haben? Und ihr könnt es noch so ergänzen und ergänzen. Und ich habe euch auch eine Checkliste erstellt. Mit solchen Fragen plus die Alternativfrage, wo er gar nicht mehr zu Wort kommen kann. Ihr müsst natürlich zuhören und dann könnt ihr wieder reden. Aber wir kommen jetzt zur dritten Stufe. So, die dritte Stufe. Macht den Kunden zum König. Diesen Spruch, der Kunde ist König, ist ein alter Spruch. Und diesen Spruch mag ich. Hebt den Kunden nicht auf den Königsthron. Warum? Da fühlt er sich nur noch geschmeichelter und mag gar nicht mit euch reden. Ich sage zu euch, macht den Kunden zu eurem Freund, zu eurem besten Freund. Vielleicht nicht zum ganz besten Freund, aber zu eurem Freund. Dann ist das Reden miteinander viel leichter.
holt ihn da ab, wo er gerade wirklich die Herausforderung hat und wo er steht und was er gerne möchte. Behandelt ihn freundlich und ehrlich und fachgerecht. Aber hört auf, ihn auf den Königsthron zu heben und ihn umgarnen und umwerben und umschmeicheln, nur um einen Abschluss zu bekommen. Ich habe hier auch zwei Musterformulierungen. Die könnt ihr mal ausprobieren. Aber ich bin der Meinung, das würde nicht so mehr funktionieren. Ich sage es euch gerne, aber meiner Meinung nach funktionieren die nicht mehr. Gerade jetzt in der Krise. Zwar, ich wäre stolz darauf, Ihren Namen auf unsere Kundenliste zu setzen. Kann ich darauf hoffen? Was muss ich tun, um Sie als Kunde zu gewinnen? Gut, der zweite geht schon mal gut, aber der erste ist so fragwürdig. Also bitte wendet, probiert es, macht es, tut es für euch. Aber meine Achtung zur Stufe 3, der Kunde ist kein König. Der Kunde ist ein Kunde, so wie du und ich. Guck mal, wenn du selbst irgendwo einkaufen willst, irgendwas holen willst, irgendwas haben willst, bist du ja auch Kunde. Wie wirst du da behandelt? Als König? Eher nicht. Ich denke mal eher als Freund. Wie macht es ein Apple? Apple macht es seinen Kunden leicht. Apple ist der große Freund für alle Kunden. Ich habe hier noch ein kleines Fazit zu der Stufe 3. Wichtig dabei ist es, dass es nicht so unterwürfig klingt. Es kommt darauf an, dass ihr echte Freunde darüber zeigt und so tolle Kunden gewinnt. Dass ihr quasi mit Leichtigkeit und Freude eure Kunden an euch bindet und die von eurer positiven Art und Vorgehensweise berichten und die wieder neue Kunden so für euch bringen, egal in welcher Branche. So what? Aber probiert es mal aus. Jetzt kommen wir zum Punkt 4. Beziehungsweise Stufe 4. Stufe 4. Biete den Rollentausch an. Jetzt sagst du, Mensch, du bist aber verrückt. Wie soll das funktionieren? Ha! Funktioniert. Aber funktioniert sowas von. Warum? Weil das eine interessante Technik ist und die kein wirklich kein Verkäufer, wo ich jemals selbst als Kunde angetroffen habe, angewendet habe. Weil die vergessen geht. Das ist, schau mal so, du kennst ja diese aufdringlichen Verkäufertypen, die automatisch immer wieder Aufträge und Aufträge machen wollen. Aufträge und Aufträge, Aufträge schreiben wollen. Diese Rolle und diese Verkäufertypen befreit euch davon. Bietet euren Kunden, eure Rolle, in eure Rolle zu schlüpfen. Natürlich ist doch euer Ziel, dem Kunden den Vertrag oder das Produkt oder die Dienstleistung an den Kunden zu bringen. Und eure Formulierung könnte zum Beispiel lauten, Herr Mustermann, wenn Sie jetzt an meiner Stelle wären,
Was würden Sie jetzt tun? Das ist elegant und sympathisch. Und du wirkst, du hast so einen geilen Ausdruck von dem Kunden in deinem Gesicht gesaubert. Da muss er erstmal drüber legen. Da muss er echt mal drüber legen. Ich muss dir sagen, wie ich diesen Rollenaustausch wirklich mal in der Praxis angewandt habe, war es noch leichter. War es noch viel, viel leichter. Weil der Kunde hat dann meine Rolle mal gemacht und ist mal in meine Rolle geschlüpft. Nur für kurz. Und so kannst du das auch für dich machen. Egal, in welcher Branche du bist. Weil es werden darüber keine Einwände kommen von dem Kunden. Und wenn Einwände kommen, die kannst du behandeln, die kannst du hinterfragen, die kannst du dem Kunden wieder den Ball ins Rollen spielen und fragen, lieber Herr Mustermann, wo haben Sie noch Bedenken, dass wir heute nicht zum Vertragsabschluss kommen? Worüber sollen wir noch mal reden? Findet's raus und probiert es mal aus. Macht wirklich mal einen Rollentausch. Bietet es wirklich mal an. Ich bin gespannt auf deinen Rollentausch. Jetzt kommen wir zur Stufe 5 und zur vorvorletzten Stufe. So, die Stufe 5. Mit dem Abschluss früh beginnen. Oftmals wird das Verkaufsgespräch in verschiedenen Phasen aufgeteilt. Einstieg, Fachphase, Abschlussphase. Das ist richtig. Es kann aber auch den Blick darauf verstellen, dass ihr sehr viele Teile eng miteinander verzahnt. Und dass ihr nicht von Beginn an des Gespräches den Grundstein für den erfolgreichen Abschluss legt. Hier ein paar Musterformulierungen für die frühe Phase für eure Gespräche. Wenn ihr Wenn ich Ihnen heute zeigen kann, dass unsere Produkte, unsere Dienstleistungen allen Ihren Anforderungen und Wünschen gerecht wird, haben wir dann eine Basis für ein gemeinsames Geschäft? So könnte es lauten. So könntest du das anwenden. Und da geht er dann ohnehin dadurch, was wünscht der Kunde? Was möchte der Kunde? Will er dieses Produkt? Will er eure Dienstleistung? Und der Kunde schweigt. Ihr könnt es aber natürlich auch so formulieren. Wir haben ja am Anfang geklärt, dass Ihre drei wichtigsten Anforderungen sind 24-Stunden-Service, X-Qualität. Also Qualität und XY. Also XY könnt ihr quasi in euren Verkaufsgesprächen als Produkt Merkmal erklären. Und nochmal, ich wiederhole gerne die Frage. Wir haben am Anfang geklärt, dass Ihre drei wichtigsten Anforderungen sind 24-Stunden-Service, Qualität
und XY. XY könnt ihr irgendwie mit was anderes austauschen. Ich wollte jetzt das Video nicht komplett in die Länge ziehen, deshalb habe ich XY gezeigt. Und jetzt haben wir festgestellt, dass wir ihnen alle Wünsche, alle Punkte gerecht werden. Wenn sie wollen, können wir es sofort liefern. Gehört auch nochmal zu. Also schaut und bedenkt diese Stufe 5. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Phasen von einem Verkaufsgespräch. Aber dazu mehr im Bonusmaterial. Sechste Stufe. Was muss ich tun? Gebe dem Kunden einen Tipp, wie ihr zu einem positiven Abschluss eures Verkaufsgespräches kommt. Wenn ihr das Gefühl habt, euren Kunde hat einen Einwand und diesen Einwand müsst ihr natürlich bei einem Kunden lösen. Und deshalb hier ein Beispiel, wo ihr dem Kunden gerne stellen könnt. Bitte macht es. Bitte geben Sie mir einen Tipp. Was kann ich tun, wenn Sie von unseren Produkten oder Dienstleistungen endgültig überzeugt sind oder zu überzeugen sind? Wenn ihr das Gefühl habt, und wenn ihr das Gefühl habt, dass der Kunde bereit ist, fragt ihn zum Beispiel: Herr Mustermann, wie geht's weiter? Was haben Sie sich jetzt überlegt? Sind Sie jetzt überzeugt für unsere Produkte oder Dienstleistungen, für unseren Service? Wann können wir liefern? Oder haben Sie noch welche Fragen? Welche Fragen schwirren in Ihrem Kopf? Schaut den Kunden auch an, wie seine Mimik, wie seine Gestik ist. Jetzt kommen wir zum siebten und zum letzten Stufe. Siebte Stufe. Notfalls verschieben. Die Stufen 1 bis 6 haben euch gezeigt, wie ihr herausfindet, ob der Kunde bereit ist, für euer Produkt oder Dienstleistung, ohne dass ihr ihn drängen wollt, zum Abschluss kommt. Wie oft habt ihr denn daraus natürlich festgestellt, dass die Zeit einfach und nicht reif genug war für den Abschluss? Wenn ihr dann trotzdem hoffnungsvoller Situation weiterdrängt, könnt ihr leicht und schnell alles kaputt machen. Wenn der Kunde überlegt und sagt, ich muss das noch überlegen, dann könnt ihr keine Einwandbehandlung machen. Weil das ist ein Vorwand. Der schiebt einen Vorwand vor. Er hat einen Vorwand. Und da könnt ihr keine Einwandbehandlung machen. So gut ihr auch seid. Lasst ihn ziehen. Vielleicht kommt er wieder. Oder am besten, wenn ihr quasi sagt, er muss es noch überlegen oder er muss quasi seine Partnerin fragen, dann bittet auf einen nächsten Termin am Telefon in eurem Laden, sodass ihr noch einmal mit der Partnerin zusammen alle Fragen noch einmal bespielen könnt. Ich hoffe, dass ihr das soweit verstanden habt und ihr sehr zufrieden mit euch und mit mir wart. Und wenn ja, könnt ihr gerne alles unten in die Kommentarfunktion alles schreiben, wo ihr noch Bedarf braucht, wo ihr noch Unterstützung braucht.
Ich helfe euch gerne. Ich wünsche euch viel Erfolg bei diesen 7 Stufen, die so umzusetzen. Und macht was draus. Macht es. Macht es einfach. Hört mit dem Gleichmacherei-Gedöns und des Besseren, des Feindes, des Guten und geistige Brandstiftung und so weiter. Hört damit auf. Der Kunde im 21. Jahrhundert weiß mittlerweile mehr wie ihr in der Theke. Deshalb ist es an der Zeit, mit eurer Persönlichkeit und Empathie zu spielen. Aber dazu mehr gleich im Outro. So, ich hoffe, diese 7 Stufen haben dir gefallen. Ich habe es nicht perfekt gemacht, muss ich dir zugeben, weil ich so Schiss habe, vor der Kamera zu reden. Ich bin kein Kameratyp, bin kein Freund, wo sich hinter die Kamera stellt und anfangen kann zu reden. Aber wenn es dir gefallen hat, würde es mich gerne freuen, wenn du mir ein kleines Feedback gibst und wenn du daraus was mitnehmen konntest. Wenn du wirklich noch mehr wissen willst oder noch mehr Erfahrungen oder noch mehr solche Tipps, Stufen, wissen möchtest oder angehen möchtest, zu lernen, wie man wirklich richtig verkauft und verkaufen ins Handwerkszeug. Du wirst nicht als Verkäufer geboren. Und über Nacht erfolgreich, hören damit auf. Glaub diesen Bullshit nicht. Ich sage es nur wirklich, wie es ist. Und ich sage es dir auch aus eigener Erfahrung, dass diese 7 Stufen habe ich auch so angewandt in der letzten Zeit. Und mein Erfolg war maximal da. Richtig, der war richtig, richtig gut da. Vorher, vor den Stufen, war der nicht da. Hab ich gedacht. Und ich schreibe ja alles auf. Was mache ich? Was mache ich gut? Was mache ich falsch? Ich habe analysiert. Es waren die Fragestellungen. Und ich sage euch, Alternativfrage, also die W-Frage plus Alternativfrage. Leckerbissen. Und dann noch die Persönlichkeit. Eure Persönlichkeit. Schaut mit dem Kunden, wie ihr das, die Herausforderung lösen könnt. Löst erst die Herausforderung für den Kunden und bietet genau für den Kunden, wo gerade er die Herausforderung noch ein Produkt an. Fragt ihn auch, wo es noch solche Herausforderungen gibt. Ob er quasi in der Familie noch irgendwie was hat, wo er quasi auch noch lösen könnte. Und so weiter und so fort. Spielt mit dem Kunden ein Ballspiel. Schau mal, ich rede jetzt quasi jetzt in die Kamera. Du siehst quasi nur dieses Video. Also quasi jetzt nur mein Gesicht und meine Stimme hörst du. Du siehst mich jetzt nicht gegenüber. Aber wenn quasi ein Kunden in deinen Laden kommt oder am Telefon bist, am Telefon siehst du auch keinen Kunden. Aber du kannst es genauso machen mit diesen 7 Stufen. Aber wenn du jetzt mal angenommen, du bist in deinem Laden, dann mach das doch so. Spielt euch Bälle hinzu. Sagt dem Kunden,
deine Sachen, deine Fragen und hör zu. Warum hast du denn hier zwei Ohren? Warum hast du denn zwei Augen? Und wie gesagt, verkaufen ist Handwerk. Verkaufen kriegst du nicht in die Wiege gelernt. Denk mal drüber nach. Bevor wir zum Bonusteil kommen, machen wir jetzt hier mal eine Pause. Holt euch einen Kaffee. Holt euch was zu essen. Nehmt euch mal eine kurze Zigarettenpause. Ich nehme es mir auch. Weil du hast ja gemerkt, dass ich quasi so ein bisschen am Räuspern bin. Ich brauche jetzt was zu trinken. Ich muss auch mal ein bisschen was trinken. Wir sehen uns im Bonusteil.